Ja, du mich auch, Möwe. Ja, muten halt, ne? Ja. Den Browser stumm schalten. Du darfst nicht Twitch stumm schalten, Thorsten. Jetzt habe ich wieder einen Ohrwurm. Das ist doch normal bei uns, Lirien. So. Der Ton in Twitch darf nicht stumm geschaltet werden, genau. Nur auf 1%. Genau, Grauer Wolf, ja. So, ich gehe jetzt erstmal nach unten. Ob da noch was ist? Kann ich den Baum wenigstens mitnehmen? Nee, den kann ich auch nicht mitnehmen. Gar nicht mal so viele Bäume am Stissel. Stissel, Mann, Nissel. Ich höre noch eine Wabe. Ich glaube, den könnte ich auch noch fällen. Na, wunderbar. Ja, dann fahren wir jetzt weiter. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Jetzt haben wir eigentlich alles mitgenommen. Die Bienen waren noch mal ganz wichtig. Gut ist. Ah, schwimmen müssten wir noch mal, ne? Gibt es jetzt nicht auch bei den Mini-Inseln Fischis? Müssten wir auch mal gucken, ne? Ich meine, das haben die nämlich geändert. So, erstmal noch bis Mittwoch krank. Mal schauen, wie es weitergeht mit meiner Odyssee bei Corona. Oh je, immer noch nicht besser. Oh nein. Oh nein, grauer Wolf. Das ist aber Mist. Birken mit grünen Blättern kannst du klatschen, ja. Ich achte nur nie drauf. Ich Hannes. Und jetzt habe ich ja nichts dabei. Ich Depp. Hier zum Mitnehmen. Den Haken. Ja, das haben die nämlich geändert. Ich hatte das nämlich noch in Erinnerung, wie es früher war. Da war hier ja im Wasser nie was gewesen. Und jetzt haben sie auch hier ein bisschen Loot hinzugefügt. Und ich meine, hier gibt es auch manchmal einen Fisch. Meine ich. Was? Wie PC-Chefin gibt bei mir nur auf 120 Zoll. Oi. Die haben leider nicht immer grüne Blätter. Ach ja, gehen auch die anderen? Weil früher waren wirklich nur die grünen Blätter, die man looten konnte. Wir hatten ja früher nichts im Wasser. Ja. Ist halt so. Priorisierung ist Schrott.
Zimmer kaputt. Ach, guck mal, wie viele Sachen da noch liegen. Ach, was a note. Save the date, 5.5. Leute, gell? Denk dran. Ist ja schön, wie mein Bot das immer so schön postet. Gleich zweimal. Damit man es auch nicht vergisst. Oder habe ich nichts? Nee, ich habe nichts dabei. Zum Glück fieberfrei, trotzdem fühle ich mich noch schlapp. Ach du Heiliger. Denke mal, das ist besser, als wenn ich schon wieder ab Montag mit dem LKW unterwegs bin. Traue mich dann noch nicht so wirklich zu fahren, wegen Reaktionszeit und so. Ja. Ah ja, klar. Und im Grunde tun die Ärzte dich doch auch krank schreiben, oder? Die machen da doch nicht lange rum, dass du mit denen am Ende noch diskutieren musst, oder, Grauer Wolf? Und es ist immer gut, jede Krankheit müsste erstmal auskuriert werden. Es ist immer nicht gut, zu schnell wieder volle Kanne zu geben. Na, das muss eigentlich ja immer gemacht werden. Ich glaube, ich will noch mal tauchen. Oh. Ich fand die Stelle so gut da unten. Ist halt einfacher Loot, diese Inseln. Mit Ärzten weniger früher war das aber immer ein Riesenstress auf der Arbeit. Ja, Mischa. Ich glaub's dir. Und grauer Wolf! Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Boah, den Film könnte ich auch mal wieder gucken. Das war noch mal gut gewesen, wa? Und mehr mache ich jetzt nicht. Oh ja, Grauer Wolf. Das glaube ich dir. Ich finde es immer so lustig, man geht oft zum Arzt und erhält ein Rezept. Und dann muss man doch am Ende bezahlen. Ich finde das immer so lustig. Weil früher hast du ein Rezept bekommen und dann hat das halt die Krankenkasse übernommen, ne? Ja, ja. So war das früher. So. Schuss. Bitte fahren Sie weiter. Ich muss anscheinend gegenlenken.
wie die traurig so gucken, gell? I should be so lucky, 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 lucky. Hat der Hai keinen Bock mehr auf dich? Nee, weil ich bin ja schon im Endgame. Ich habe ja hier außen schon die Fundamentrüstung, Thorsten. Und dann knapp kann der Hai nicht mehr knabbern. Der Hai will dann nichts mehr von mir. Endgame! Ui, ja, schlimm, grauer Wolf, gell? So. Auf dem Weg nach Balboa. Und es sind nur noch 800 Meter. Wir müssen es also dann gleich sehen. Was? Da, 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 da. Oder tada. Weil ich dieses Geruckel gerade habe, lieber mal speichern vorher. Ja, da kommt sie schon. Da kommt es sie schon. Muss ich aber noch ein bisschen Planken rein platzieren. Weil wenn wir jetzt an die eine Stelle kommen, müssen wir ein bisschen um die Insel herumschwimmen. Mal gucken, ob das funktioniert. Mace, moinsen! Na, alles klar. Komisch, dass sie die Viecher nicht das Gehege vollkotzen. Nee, nee, das sind Profis. Das sind Profis! Stammtisch! Stammtisch! Eine große Kanne Kaffee und einen Mohnkäsekuchen für alle! Oh, lecker! Dankeschön, Thorsten! Einen Mohnkäsekuchen? Ui! Ach, Shark, wie B. Habe ich mir schon gedacht, dass du kurz weg bist. Ich meine, Mutter hat jemanden gestreikt. Ja, ja, heute ist Streiktag. Manche sehen aber so aus, als wären sie noch Amateure. Oh. So, jetzt wird's spannend, Leute. Jetzt müssen wir lenken. Jetzt müssen wir lenken. Und zwar... Kann sein, dass ich jetzt die falsche Richtung nehme, aber ich versuch's mal rechts herum. Ich suche nämlich eine Stelle, also meine persönliche Lieblingsstelle, weil sonst finde ich mich auch relativ schlecht zurecht auf der Insel. Das ist jetzt die nächste Story-Insel. Die Insel nennt sich Balboa. Die Mini-Balboa habt ihr ja jetzt gerade schon gesehen. Und das ist quasi eine riesengroße Balboa-Insel, wo es sehr viele Destinations gibt, die man ansteuern kann und muss. Und jetzt versuchen wir da mal...
ranzukommen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, auf diese Insel zu kommen. Aber ich nehme natürlich den Weg, den ich kenne, weil, wie gesagt, die Insel ist riesengroß, ne? Stefan, wo wir heute bei diesen Themen sind, wie Lurk, Streamer und so weiter, ist das nicht schwer, in deiner Gaming-Office zu sitzen und im Grunde mit dir selber babbeln? Weißt du, was ich meine? Nee, eben nicht, Svenner, weil ich rede ja mit euch. I'll be back. Also ich habe ja am Anfang auch nur Let's Plays aufgenommen und habe mit mir selbst gequatscht. Und dann fing das Streamen an. Und jetzt habe ich für mich persönlich gemerkt, dass ich halt lieber mit euch babble und mit euch lache und mit euch Spiele entdecke, anstatt das halt, ne, selber halt, nur mit mir selbst. Also ich rede ja mit euch, ich rede ja nicht mit mir allein. Alexander WW. So praktisch öffentlich sind, aber bin doch froh, ein Auto zu haben. Bei uns ist eine Anbindung bescheiden, zweitens, wenn ich streiken, kannst du wenigstens noch wohin kommen. Ja, das glaube ich dir. Ja. Ja. Wenn du eher ländlicher wohnst, brauchst du immer noch ein Auto, Shark, ja. Und keiner widerspricht, hat was. Ich meine, es ist im Grunde dasselbe, als wenn ihr jetzt mit Freunden online zockt. Dann zockt ihr auch für euch alleine, aber im Grunde seid ihr nicht alleine. So, jeder hockt, keine Ahnung, wie viele Kilometer weit entfernt voneinander. Das hat was. Oh, lecker, Alexander. Mir würde das Visuelle gegenüber fehlen. Ja, ich bin auch gerne mit Menschen zusammen und deswegen mag ich es wahrscheinlich auch einfach mit euch jetzt zu erzählen und zusammenzusitzen und bla. Ja, visuell, das kann man ja den restlichen Tag noch machen. Wohnt auf und an, hab zwar nicht weit nach Aschebisch, Hanau, Frankfurt, aber erstmal dahin kommen. Ja, ja, Shark. Stell mir mal was ganz anderes. Hätte dir eigentlich Seven Worlds is Wide gefallen, so im Endfazit? Ja, natürlich. Das Projekt war mega spannend gewesen. Aber ich hab's nur so durchgesäppt. Ich hab's nicht intensiv geguckt, ne? Aber finde ich mega krass. Ich weiß nicht, ob ich bei sowas teilnehmen würde. Weil ich glaube, ich würde sterben. Ich glaube, ich müsste mir erstmal 10 bis 20 Kilo anfuttern, damit ich überhaupt überleben könnte. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen würde. War mega krass gewesen. Auch zu sehen, das Krasseste fand ich halt, man sieht, wie dreckig die Meere sind, ne? Wie dreckig eigentlich alles ist. Let's Plays sind viel schwerer eben, weil du mit dir alleine sprichst. Im Stream bekommst du Antworten und bekommst Antworten. Ja, aber ich finde, bei uns ist es immer noch was anderes, weil wir reden ja nicht immer nur übers Spiel, sondern wir reden, ich glaube, ich würde sogar sagen, mehr als 50% eigentlich über Alltägliches und nicht über das Spiel selber. Staffel 2 fand ich so, naja, mir fehlen 18 Kilo und dann eine Woche überstehen. Und Staffel 3 soll ja 2 Wochen dauern. Alter, 2 Wochen? Oh, da brechen, glaube ich, viele ab, Shark. Da wurde jetzt die 3. Staffel angekündigt. Diesmal geht es wohl nach Kanada, Alaska. Und es sind diesmal 14 Tage dafür 2er-Teams. Bin schon mega gehypt. Das bedeutet, die müssen sich jetzt nicht mit Hitze auseinandersetzen, sondern mit Kälte, oder was? Oh, da würde ich nicht mitmachen können. Also sich in der Hitze überhaupt nicht mehr sich bewegen zu können und so weiter, ist finde ich, also für mich persönlich besser als, in der Kälte würde ich sterben. Kälte kann ich nicht abhaben. Ich friere jetzt schon. Ich habe ja jetzt schon einen dicken Pullover an. Guck mal, da steht SOS. Habt ihr schon mal gelesen? Ja, gell? SOS. Na, hier ist auch wieder ein Aufgang. Hier könnt ihr auch hingehen. Oh, lecker, Alexander. Du und 20 Kilo anfuttern? Nee, lass, das ist nicht gut für dich und deinen Körper. Nee. Ich weiß auch nicht, ob ich das könnte.
Nee, das ist sowieso alles, was alles ist. Es ist immer, das ist immer nicht gesund. Guck mal, wie viele Schauspieler wegen einer Rolle krass zunehmen oder krass abnehmen. Und die haben ja dadurch, was kriegt man dadurch alles? Gicht, kann das sein? Rheuma, Gicht? Das ist nicht gut. Sowas ist nie gut. Ich glaube, wer ist denn so krank dadurch geworden? Oh, mehrere Schauspieler, ne? Der Matthew McConaughey, glaube ich, ne? Und der den Joker auch gespielt hat. Ah ja, gut, die haben sich auch nicht gesund ernährt. Steffen vs. Wild, Steffen geht zu Promi Big Brother. So sieht's aus, Winner. Und du hast eine Literflasche von Volumen und darfst nur mitnehmen, was da reinpasst. Ach du Scheiße. Schlafsäcke bekommen sie alle gestellt. Kann kalt werden, je nachdem, wie weit nördlich sie landen. Bin echt schon gespannt, wie es diesmal wird. Weißt du auch schon, wer dann dran teilnimmt? Weiß man das schon? Weil ich, klar, die brauchen im Grunde ja erstmal so ein Survival-Dings-Kurs, ne? Wenn ich mich vorher noch sportlich betätige, schmeckt es abends natürlich umso besser. Das stimmt, Alexander. Ich persönlich würde mich nie für eine Rolle anfuttern oder abnehmen. Nee, gut, bin ja schon Lauch, aber zunehmen und dann wieder abnehmen ist auch nicht gesund. Ja, das stimmt. Das ist alles nicht so gesund, ja. Ah. Big Brother. Aber hat Gérard Depardieu für Asterix extra zugenommen? Der war doch schon immer ein bisschen, oder? Nicht? Soweit ich weiß. Huh. No. So, jetzt sind wir wirklich einmal um die Insel gefahren. Wäre ich einmal kurz links, dann wären wir gleich da gewesen. Das ist wieder typisch. Das ist ja mal wieder typisch, wa? Staffel 3 ist für mich tot, falls Monte da mitmacht, wirklich. Was hat er gesagt, dass er mitmacht? Nela! Ach ja. Was ist das? Wusste ich auch noch nicht.